So, hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr reinschaut. Die Erweiterung zu Yedo. Eine unerfreuliche Überraschung ist jetzt endlich da und wir gucken einfach mal rein, damit ihr seht, was ihr da bekommt, wenn ihr euch diese Erweiterung zulegt. Und das hier ist auch schon der ganze Inhalt. Wir haben hier zwei Kartensätze, wobei das eigentlich drei Kartensätze sind. Und dann haben wir hier zum einen eine Spielanleitung, wo halt genau erklärt ist, wie man diese Kartensätze jetzt funktioniert, was da für Material enthalten ist. Und hier steht halt 15 Auftragskarten für die Überraschungsaufträge-Erweiterung oder für das Überraschungsaufträge-Modul und 15 Karten für die Luxusgüterkarten. Und wenn man sich jetzt mal diese Karten hier anguckt, dann sieht man, das sind 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, auch alle mit dem entsprechenden Symbol hier oben. Und die anderen Karten hier, die haben dann irgendwie gar kein Symbol. Da steht auch, also ich habe es nirgendwo gefunden, weder in der Anleitung noch auf diesem Error-Tablet, wofür die da sind. Wenn man dann mal in die Crowdfunding-Kampagne guckt, dann sieht man eben, dass das einfach Upgrade-Karten sind für Leute, die, ja, ich vermute mal, die erste Version haben, weil in neueren Auflagen werden sie es wahrscheinlich gleich korrigieren. Da haben sich wohl einige Fehler oder Ungenauigkeiten eingeschlichen, wo sich dann gezeigt, okay, das muss man nochmal neu machen, noch ein bisschen klarer machen. Das heißt, das hier ist im Prinzip das Upgrade-Set für die Leute, die die Erstauflage von der neuen Yedo-Edition haben und die mischt man dann einfach in die bestehenden Kartendecks. Dazu passend hat man hier dann auch noch so ein kleines Error-Tablet, wo eben auch nochmal einige Ungenauigkeiten erläutert sind. Ich gehe auch da davon aus, ohne es überprüft zu haben, dass es zum Beispiel in der online verfügbaren Anleitung wahrscheinlich schon angepasst sein wird, zumindest hätte ich das so gemacht, aber für alle, die es halt einfach nur so haben und das Ganze eben auch einfach ausdrücken haben wollten, sind hier so mal ein paar Klarstellungen, zum Beispiel, dass der Ronin nicht zu dem Limit von 4 Dienern pro Spieler zählt oder dass man halt auf Seite 14 als Klarstellung, dass man den Rundenmarker in Runde 1 nicht vorrückt, also alles so Kleinigkeiten. Auch für Solo- und kooperative Spiele sind noch so ein paar allgemeine Klarstellungen dabei, das ist auf jeden Fall ganz nett. Vielleicht werden sich auch einige die Erweiterung nur wegen dieser Upgrade-Karten geholt haben. Das vermute ich aber mal eher nicht, sondern vermutlich wegen dieser zwei Module, die man da drin hat. Die sorgen einfach für noch mehr Vielfalt, noch mehr Varianz. Und es wird auch in der Anleitung empfohlen, die erst reinzunehmen, wenn man schon mit dem Grundspiel vertraut ist und halt weiß, wie man Yedo spielt. Das Modul Überraschungseffekte nimmt man als einen der am Anfang wählbaren Kartensätze, mischt die Karten dann auch in die jeweiligen Decks und wenn man so einen Auftrag dann eben erfüllt hat, bekommt man halt normalerweise die Standardbelohnung und es gibt dann nicht noch ein extra Feld für eine Zusatzbelohnung, die man unter bestimmten Voraussetzungen bekommt, sondern halt irgendwelche Effekte, die halt eine Überraschung sind. Manchmal auch für die anderen Spieler, weil hier zum Beispiel während der gesamten Runde, wenn ich den Auftrag erfüllt hätte, würde ich halt die Belohnung bekommen, die Karte halt ablegen und dann halt zu Beginn der nächsten Runde aufdecken und dann würde der Effekt die ganze Runde über gelten. Wenn hier irgendjemand Anbau baut, dann bekomme ich halt die Punkte dafür und nicht irgendein anderer Spieler. Es gibt irgendwelche Soforteffekte, wo man dann irgendwelche Entscheidungen hat oder irgendwo für Geld bezahlen kann. Manchmal gibt es auch die Möglichkeit, dass man so eine Karte irgendwie als zusätzliches Feld benutzt, wo man dann so einen Diener hinstellen kann und dann da noch irgendwas besonderen Effekt triggern kann, wobei ich da sagen muss, das ist ja schon eine kleine Erweiterung, da ist jetzt nicht so super viel drin, das hier sind insgesamt 15 Karten, man braucht nicht für alle von diesen Karten Erinnerungen, aber ich kenne das, in meinen Runden ist es oftmals so, wenn halt irgendwie eine Karte ausgelegt wird, die irgendeinen Ort verändert oder halt da eine zusätzliche Möglichkeit gibt, dann vergisst man das während der Runde schnell immer wieder. Und wenn man da einfach noch so einen kleinen Standsbogen reingemacht hätte mit Markern, die speziell für diese Karte sind, das hätte ich persönlich super gut gefunden. Und wie gesagt, manchmal gelten die Karten in besonderen Phasen, hier zum Beispiel in der Ereignisphase, hier in der Beat-Phase und oftmals eben auch einfach während der ganzen Runde. Da kann es eben auch sein, dass mehrere Spieler solche Karten gespielt haben, dann gelten die einfach alle und das ist schon die ganze Erweiterung Überraschungsaufträge. Das andere Modul Luxusgüter bringt hier neue Karten rein, den Stapel legt man einfach irgendwo neben das Spielbrett und das sind einfach Sets, die man sammeln kann. Hier bei den Rüstungskarten habe ich nur einen davon, kriege ich 0 Punkte, bei 2 kriege ich 2 Punkte, bei 3 kriege ich 5 Punkte und wenn ich 4 davon gesammelt habe, bekomme ich 9 und es gibt eben auch genau 4. Also ich brauche da schon wirklich alle oder hier auch Gemälde, da gibt es 3 Stück, habe ich 1 davon, bekomme ich 1 Punkt, bei 2 bekomme ich 3 Punkte und bei 3 bekomme ich dann schließlich 6 Punkte und der Kartenstapel wird einfach
gut gemischt und dann neben das Spielbrett gelegt. Und jeder Spieler zieht dann einfach eine zufällig davon. Die hat man dann schon direkt zum Anfang zur Verfügung. Das heißt, man weiß eben auch, was man so eintauschen sollte oder auch ziehen möchte, weil man dafür Punkte bekommt. Und diese Luxusgüter kann man jetzt in der Aktionsphase im Hafen und im Torbezirk bekommen. Im Hafen, wenn man da was kauft, kann man nochmal 3 Mons zusätzlich bezahlen, um einfach eine weitere Karte zusätzlich zu ziehen und die dann halt dahin zu legen. Das ist jetzt nicht gut gemischt, deswegen wäre das jetzt natürlich sehr lucky, dass das genau passt, weil jetzt hätte ich halt dementsprechend die Punkte. Und im Torbezirk kann man sofort nach dem Rekrutieren eines neuen Dieners 2 Mons zusätzlich ausgeben, um eine Karte vom Luxusgüterstapel zu ziehen und sie dann auch offen dorthin zu legen. Und dann sehen eben auch alle anderen Spieler, was man so hat. Und da kann es ja jetzt eben wirklich sein, ne, dass ich hier diese Katanas gezogen habe, irgendein anderer Spieler auch und vielleicht noch ein Spieler, dann würden wir alle 0 Punkte dafür bekommen. Das wäre natürlich ziemlich doof. Darum kann man dann eben auch diese Karten, ne, die man einfach so vor sich ausliegen hat, in der Handelsphase im Gast- und Marktbezirk handeln mit den anderen Spielern, genauso wie man es mit allen anderen Waren auch tut. Und das ist so im Prinzip alles, was hier drin ist. Wie gesagt, so eine neue Kartenart, ein neues Kartenmodul-Set für die Aufträge, die man da reinnehmen kann, die hat hier nochmal so einen anderen Effekt haben. Dann hat hier so eine Set-Sammelvariante, die da drin ist. Den Part finde ich persönlich uninteressanter als den hier. So neue Karten, die da ein bisschen Abwechslung reinbringen und eben auch die Spielrunden immer wieder unterschiedlich beeinflussen können, finde ich da schon deutlich interessanter. Aber wenn ihr jetzt auch vielleicht gerne eben den Handel in diesen Spielen mögt und der in euren Runden noch immer sehr im Vordergrund steht, dann ist das natürlich auch nochmal eine unkomplizierte, schöne Erweiterung, die ihr im Prinzip ab der zweiten Partie hinzunehmen könnt. Wie gesagt, ist auch alles sehr ausführlich und gut in den Regeln hier erklärt. Und wie gesagt, diese Austauschkarten, die man dabei hat, die, ne, braucht man halt, wenn man da die erste Auflage hat. Und das ist einmal komplett alles, was hier Yedo eine unerfreuliche Überraschung mit sich bringt. Ich habe das leider noch nicht selbst gespielt, deswegen kann ich euch noch nicht sagen, wie sich das spielerisch auswirkt, aber ich habe das Video jetzt einfach mal gemacht als Überblick für alle, die sehen wollen, was ist denn da drin, ne, wie wirkt sich das aus, was sind das so für Karten, und dann war es das von mir. Ich sage vielen Dank fürs Zugucken, bis bald und tschüss!